Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Part von Pokémon Let's Go Evoli. Wir befinden uns, glaube ich, auf der Route 20 oder 21. Und machen uns jetzt auf den Weg zur Zinnoberinsel, wo wir den nächsten Orden suchen. Im vorletzten, haben wir ja das Pokémon gefangen, das jetzt kommt. Ah, hätte ich nicht erwartet. Arktos. GG. Und mit dem... Oh Gott. Okay, es macht nicht viel Damage. Mit dem kämpfen wir uns jetzt mal durch das Spiel. Ja, das hat sicher wehgetan. Das Problem bei Arktos ist, es kriegt fast keine EP. So, jetzt kommt zwar Taubos. Da ist ja der Eisstrahl gut, aber ich will noch ein bisschen AP auf Arktos, also auf dem Eisstrahl lassen. Einfach zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Mein Vulnona kann kurz einen Blizzard machen. Ein Aurora-Strahl wird auch reichen, denke ich. Ja, weil es sind ja immerhin 9 Level Unterschied. Und das ist ein bisschen verdammt viel, ne? Ein bisschen verdammt viel. 1456 Erfahrung. Turtok Level 52, das sehen wir gerne. Dodri. Bleiben wir mal auf Vulnona. So. Machen wir nochmal Aurora-Strahl. Aus 912 EP. Das ist krass, wie viel EP Vulnona macht. Wie schnell vor allem. Ich meine, es hat Evoli überholt. Und ist jetzt 2 Level höher als Evoli. Naja. Was soll's. So, mein Freund, komm, beweg dich nicht. Wir kämpfen. Siehst du? Hast doch gesagt. So einen durchtrainierten Körper wie meinen sich selten. Okay. Schön. Du hast meinen noch nicht gesehen. Das willst du gar nicht. Starmie. Das fehlt mir auch noch im Pokédex. Starmie und Sterndu ebenfalls. Ich bin keins von beiden. Das geht ja mal gar nicht. Das ist sogar schneller als Arktos. Oh Gott. Ja. Verbrennt. Cool. Das ist ein legendäres Pokémon, das darf nicht verbrennen. Geht nicht. Jetzt muss ich noch wechseln. Oh, das gibt's doch nicht. Oh je, Mine. Ja, dann nehmen wir halt Evoli. Psychokinese. Oh, was klar. Aber Evoli ist halt einfach OP as fuck. Darum weicht es allem aus. Hauptsache Starmie ist schneller. Das geht ja gar nicht. Unlogisch. Der hat noch Zeit, Pokémon, ne? Ja. Kingler. Oh, Jesus. Gegen Kingler haben wir noch nie gekämpft. Da müsste aber die Knisterladung ebenfalls reichen. Jupp. Das gibt sicher auch gut EP. Also Evoli wird garantiert ein Level-Up machen. Diesen Part. Och. Diesen Part in diesem Kampf. Tentoxa. Also wenn du das von hier hast, wo du gerade rumschwimmst, das Zeugs... Dann will ich einen Starmie finden. Tentoxa sieht so aus, als ist eine starke Verteidigung. Aber es wird nicht angreifen. Oh doch. Ha. Ich will es zu OP, um vergiftet zu werden. Komm schon. Oh Mann, ey.
Hauptsache weicht Evoli einem Surfer aus. So eine riesengroße Attacke, die eigentlich gar nicht verfehlen kann. Aber Evoli weicht aus. Und jetzt landet sein Volltreffer, weil es gelobt werden will. Aber bringt mir nichts. Du hättest auch eine nicht effektive Attacke machen können. Du hättest gewonnen. Aber egal, wir lassen dich jetzt mal glauben, dass du was Gutes gemacht hast. Weil ich bin ein guter Pokémon-Trainer. Warum machen wir das? So. Waschlappen, ja du. Du bist einer. Wichser. Putz dir mal die Nase. So, ist hier unten irgendwas? Carpador. Das über die Meeresoberfläche platscht. Ja, wir haben hier noch einige Kämpfe, die wir machen müssen. Da drüben haben wir dann die Zinnoberinsel. Ja. Was machen wir denn? Machen wir Evoli mal an erster Stelle. Weil Evoli... Oh, habe ich einen Äther? Nee, nicht Team. Weg. Feuerstein. Ah, doch, ich habe einen Wasserstein. Eisstein. Wer zum Fick will denn den Eisstein? Top-Äther. Ich habe nur einen Top-Äther. Füllt vollständig auf. Top-Trank. Füllt die KP des Pokémon wieder vollständig auf. Wow. Das macht halt nicht der Top-Beleber. Die KP werden vollständig wiederhergestellt. Ja, das kann ich dann brauchen für die Top 4. So, da ich jetzt einen Top-Äther habe, kann ich getrost einfach nur Knisterladungen spammen mit Evoli, damit es halt schneller geht. Und wenn die Gegnerinnen auch nur ein Pokémon haben, ist noch besser. Aber bitte Sachen mit wenig Verteidigung und Spezialverteidigung. Das wäre schön. Level 41 sollte eigentlich reichen. Ja. Bin halt wieder ein bisschen überlevelt für dieses Gebiet, aber was willst du machen? Kann ich ja nichts für. So. Oh Gott, ich bin müde. Hier drüben war auch noch eine Olle. So, komm. Hopp. Ich bin von der Zinnoberinsel hergeschwommen. Das war vielleicht anstrengend. Mädchen, das sind vielleicht etwa 100 Meter, die du schwimmen musstest. Nicht mehr. Blitzer. Ja, gut. Was machen wir da? Mach mal einen Blubsauger, weil der wird viel Damage machen, weil Evoli ein relativ hohes Level hat. Und dann regeneriert es auch gut. Ach, gut. Oh, nö. Ja, das tut weh, mein Lieber. Also machen Flackerbrand, komm. Damn. Blitzer ist cool. Ich will auch eins. Schon wieder nur ein Pokémon. Ja, Evoli, dann aktivieren wir wieder deinen Wellenreiten. Hier hinten. Ja, komm, wir nehmen den hier zuerst. Eine Sprühdose Topschutz. Ja, das brauche ich ja. Das brauche ich ja garantiert. So, wir kämpfen zuerst gegen die Lady. Aha, ein Labor. Okay. So.
Nächste Ladung. Sollte eigentlich reichen. Wow. So, Gold King, du greifst jetzt nicht an. Okay, verstanden. Na, Evoli ist eh schneller. Das ist auch gut. Akzeptieren wir ebenfalls. Rosana, oh. Ist das ein Psycho-Pokémon? Ich weiß nicht, aber ich probiere es jetzt mal mit Quellzone. Vielleicht nützt das ja was. Finden was raus. Wow. Ja, das hat gut Damage gemacht. Das auch. Machen wir nochmal einen Flackerbrand. Ja, das wäre auch sehr effektiv gewesen. Okay. Vulnona erreicht Level 55. Als wärst du nicht schon genug OP, musst du auch noch jeden Part ungefähr 2 Level machen. Warum nicht? Kann man so machen. So, jetzt will ich gegen den Kollegen hier kämpfen, aber ich muss Evoli noch einen Supertrank geben. Beziehungsweise 2. So. Weil ich will, dass Evoli kämpft. Was in letzter Zeit total angesagt ist, Pokémon zu tauschen natürlich. Nee, ist schon okay. Muss ich jetzt nicht haben. Ich bin zufrieden mit denen, die ich habe. Ein Ast-Trainer. Geowatz. Wow. Das will ich auch. So, dann machen wir Blubsauger. Hätte ich das gewusst, hätte ich nur einen Supertrank benutzt, dann wäre jetzt Evoli auch so wieder full life. Aber es macht nichts. Ich meine, wir sind jetzt dann auf der Zinnoberinsel und können alles wieder ein bisschen auffüllen, neu kaufen. Also ich kaufe einfach ein paar Beleber, wahrscheinlich. Garados erreicht Level 40. Pinsir. Haben wir das schon mal gesehen? Ich glaube schon. So, da sollte der Flackerbrand reichen. Oh, come on. Oh, reicht das? Oh. Komm schon. Jawohl. So läuft's. So muss es laufen. Easy. Das war mehr als easy. Boah, 5 Hyperbälle. Immer her damit. Haben wir gegen irgendwen noch nicht gekämpft. Ist eigentlich auch egal. Ich will jetzt auf die Zinnoberinsel. Ah, direkt hier der Markt. Da haben wir die Arena. Hier ist das Pokémon Center. Gut. Sehr schön. Dann heil du mal mein Zeugs. Oh, mal gucken, ob wir hier irgendwas eintauschen können für eine Alola-Version. Irgendwas wird schon drin liegen. Vielleicht du? Die Türen sind verschlossen. In deiner Villa ist ein Schlüssel vielleicht. Okay, hast du viele Freunde? Wer hat ein Pokémon zum Tauschen? Du? Wow.
auch nicht. Sitzt hier jemand? Nee, dann willst du tauschen. Unlicht, wenn ja, dann... Ein Mauzi. Mein Mauzi vom Typ Unlicht. Ich hab einen Mauzi. Level 13 und krieg dafür einen Level 44 Mauzi. Ja, das machen wir. Das ist ein verdammt schlechter Deal für den Kollegen, aber das kann uns egal sein. Wir kriegen einen Alola-Mauzi. Ich werde es zwar nie benutzen, aber... ja. Bösbert hat dir Mauzi zugeschickt. Alles klar, Bösbert. Mauzi... niedlich, ja, super. Super niedlich. So. Was ist das? Zinnoberinsel Labor, Pokémon Forschungsinstitut. Hin und wieder sehe ich, wie Forscher in der Pokémon-Villa verschwinden. Ob sie da drinnen etwa Experimente durchführen. Zinnoberinsel, hier glüht die Leidenschaft rot wie Feuer. Arenaleiter, Pyro. Ah, das ist der mit dem Magma. Auf der Tür steht etwas in kleiner Schrift geschrieben. Wo befindet sich der Schlüssel zu dieser Arena? Hinweis, vielleicht in einem zugewachsenen Gebäude. Ja, einfacher könnt ihr es nicht machen. Wow. Oh. Du findest ein Gegengift. Ja, dann sind wir natürlich mit Turtok, Vulnona und Arctos relativ gut besetzt im Team für diese Arena. So, die Pokémon-Villa. Hab ich schon einen Smogon? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich einen Smogon habe. Aber ich hätte jetzt gesagt, nein. Tatsache, ich habe noch nie einen Smogon gefangen. Ja, na dann. Her damit. Her damit. Level 45, sage ich. 39, wow. So, sicher nicht mit dem Hyperball. Garantiert nicht. Oh. Hallo. Warum wirft es denn nicht gerade? Es hat wieder schräg. Von links nach rechts, dabei habe ich nicht mal so geschossen. Ja, also. Da machen wir kurz einen Prozess. Gehen wir eine Nanabeere. Oh, und jetzt ist es da drüben. Bleib einfach stehen, du blödes Ding. Och Mann. Jetzt fängt es wieder an, sich zu bewegen. Das ist genau das, was ich wollte. Oh. Na, wenn das nicht belohnt wird. Alter, ist das eklig. Jetzt flüchtet es dann. Ja, was habe ich gesagt? Arschloch-Pokémon. Für dich benutze ich keine Superbälle mehr. Ja. Da benutzen wir jetzt nur noch Pokebälle. Die kann ich wenigstens verwerfen. Aber die Superbälle und die Hyperbälle sind mir ehrlich gesagt zu teuer. Dass ich die einfach so blöd wegwerfen kann. Komm, du blödes Ding. Ja, funktioniert ja gleich scheiße wie die Superbälle. Von daher benutzen wir halt die. Das macht mehr Sinn. Irgendwann wird das Scheißding schon in dem Ball bleiben. Irgendwann wird es ja wohl in diesem Kackball drin bleiben. Wow. Oh
Gott, ich drehe noch durch mit diesen scheiß Flug-Pokémon beim Fangen. Zubat, Golbat, Smogon, wahrscheinlich auch Smogmog. Wieso seid ihr so scheiß Pokémon? Ja, flüchte du nur jedes Mal, blödes Ding. Wow. Hauptsache ein Magma in einer Villa drin. Magma. Da lohnt sich jetzt wahrscheinlich ein Hyperball. Ist wahrscheinlich immer noch orange, ja. Komm, spring noch mal irgendwo hin. Genau, schön in die Mitte. Ja, aber mach sowas nicht, okay? Oder nicht mal zweimal. Geht doch. Wieso nicht beim ersten Versuch? Die wenigsten CP, ja. Ist okay. Bis auf Lore Level 53. Das ist schön. Immerhin etwas Positives. So, ich will jetzt aber dieses scheiß Mobbon. Oh ne, ich habe vergessen zu lesen. Was ist das? Was ist da? Ein Radfratz. Ja, leck mich. Radfratz brauche ich jetzt wirklich nicht. Oh, was haben wir denn da? Ein Top-Lock-Parfüm. Radikal. Kann ich hier runterfallen? Nee. Renn einfach nicht in mich rein, okay? Boah. Smogon, nee, kannst du im Arsch lecken. Klick, du hast einen versteckten Schalter betätigt. Okay. Du findest eine Sprühdose Topschutz. Wo hat sich denn etwas bewegt? Oh. Du findest ein Top-Elixier. Bin ich nicht von hier gekommen? Nee, bin ich nicht. Radfratz kann mir gestohlen bleiben. Vielleicht hätte sich hier drüben ja was geöffnet. Nee, auch nicht. Wow. Nee, hier waren wir schon. Hier. War es die Treppe? Oder was war es? Oh Gott, ey. Ich schrecke jedes Mal, wenn die Pokémon auftauchen. Dann war es die Treppe. Ja, dann benutzen wir halt die. Nee, hau ab. Oh, die Steuerung manchmal beim Pokéball. Was hat sich dieses Mal bewegt? Bist du ein Dieb oder was? Du findest einen Top-Äther. Mein Freund, was machst du? Dieses Haus ist wie ein Labyrinth. Wie soll ich hier nur jemals wieder hinausfinden? Ja, die Treppe runterlaufen wäre vielleicht noch eine gute Idee. Dieb, Ani. Was hast denn du? Galopper. Wow. Oh, ich habe ja Evoli noch am Anfang. Okay. Ja, machen wir Blubsauger. Komm, Evoli. Mach ihn fertig. Ich bin enttäuscht. Evoli, wieso weißt du nicht aus, weil du mich so gerne hast? Das hast du ja noch fast gar nicht gemacht. Boah, das gibt sicher gut EP, Galoppa. Oder auch nicht. Oh nein, meine Beute.
Ja. Ich scheiß auf deine Beute, wenn ich ehrlich sein darf. Oh, ich will einfach nur den Schlüssel finden. Und am besten noch in den nächsten 5 Minuten, damit ich im nächsten Part die Arena machen kann. Wäre wirklich schön. Ich muss ja aber noch ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Oh. Weil er hat ein paar coole Sachen. Vor allem auch brauchbare Sachen. Hyperbälle, seht ihr? Fläschchen AP Plus. Könnte ich eigentlich Arktos geben. Mache ich auch. Für den Eisstrahl. Habe ich nicht Blizzard hier? Nee. Habe ich nicht. AP Plus. Einsetzen. Arktos. Eisstrahl. Kann man ihn 12-mal einsetzen. Ist auch was. So, gehen wir hier hinten noch gucken. Ein Ast-Trainer. Du findest ein Fluchtseil. Was haben wir hier? Nichts. Doch. Ein Top-Beleber. Da haben wir schon 2. Das ist wirklich schön. Ja, gleich 2 an einem Punkt. So, da nach drüben kommen wir nicht. Irgendwo muss noch eine Statue sein. Aber wir gehen jetzt einfach mal ein Stockwerk nach oben. Vielleicht ist ja hier was Nützliches. Ja. Oh, ich hasse so Zeug. Fall Level 39, was will ich mit dir? Ich habe Garados schon völlig unterlevelt aufgenommen. Brauche ich auch noch ein Magma. Wieder so ein Dieb. Du findest einen Sonderbonbon. Ich will nicht unbedingt kämpfen gegen die. Es muss jetzt nicht sein. Oh. Wieso? So, noch 4 bis 5 Minuten mache ich, weil dann fängt, da ist jetzt der 3. Januar, dann fängt Manchester City gegen Liverpool an. Wir müssen natürlich gucken. Hat es denn hier was geöffnet oder was? Hab ich was nicht gesehen? Boah, Glück gehabt. Hä? Och, so eine weite Entfernung. Ja, das Haus ist wirklich riesig. Hast du richtig erkannt. Ja gut, nach diesem Kampf beende ich dann den Part. Ein Magma. Ja, da müsste Blubsauger eigentlich reichen. Wird's wahrscheinlich aber nicht. Ja. Aber Full KP. Ist auch was. Wow. Aber noch. Eine Knisterladung. Slimog. Komm, wir machen mit Eboli mal weiter. Wir machen einfach weiter. So, und so mit Quellzone. Ja. Hat fast geklappt mit Quellzone. Aber nur fast.
Wenigstens ist Slime auch dumm. Gut, so viel Damage macht das auch nicht. Oh, bitte nicht Toxin. Oh Mann. Auch das noch. Halt dich am Leben, Eboli. Oh Mann, das macht überhaupt kein Damage. Psycho-Attacken braucht man, glaube ich, gegen Slimer. Habe ich aber keine. So, mach einfach einen Flackerbrand. Geht doch. So, ich sag dann schon mal jetzt. Oh, Level Up. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video. Tschüss.